So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Kanal von Franz Zockt. Ja, und das Community Voting hat entschieden, das neue Let's Play wird das Spiel SmackDown vs. Raw 2008 oder wenn ich 2008 featuring ECW. Und im Let's Create CAW haben wir den guten Alex Adams erstellt, der ein bisschen aussieht wie Fandango her vom Gesicht. Vielleicht auch ein bisschen mehr als nur ein bisschen. Und mit dem werden wir jetzt den 24-7 oder 24-7 Mode spielen. Und das werden wir auch gleich anfangen. Ich hoffe, alles haut so hin. Ich glaube, bei Spielmodi war das. Und falls ihr im Livestream dabei gewesen seid, wo ich den CAW erstellt habe, den Core, also Alex Adams, dann habe ich eine gute Nachricht für euch. Und zwar habe ich jetzt die Cheatcodes gefunden, sodass jetzt der gute Alex Adams den Entrance vom Sandman hat. Und zwar den richtigen, wo er durch die Crowd kommt. Dazu habe ich noch ein, zwei Move-Hacks reingeballert. Die zeige ich euch gleich auch noch. Und ich habe Attributspunkte vergeben. Und ich habe alles im Shop unlocked. Ist eigentlich alles kein Problem sein sollte. Machen wir einen neuen. Ich habe das, ich habe den noch nie vorher gespielt, bloß mal kurz im Stream angetestet. Als erstellter Superstar-Spiel natürlich. Ich spiele auf normal erstmal. Ich hoffe, das ist okay so. Wie gesagt, ich habe so gut wie noch gar nicht SmackDown vs. Raw 2008 gespielt. So, da seht ihr insgesamt 95 habe ich ihm gegeben. Vielleicht ein bisschen viel. Naja, egal. Ich könnte jetzt hier diese Attributspunkte von vorne wieder machen. Aber ich, also ich könnte jetzt diese Standard-Attributspunkte ihm geben lassen und den aufbauen, aber darauf habe ich keine Lust. wir spielen ganz normal mit seinen Dings und ich hoffe, dass die Dialoge auch zu hören sind. Und hoffen wir, dass es so ist. Ich spiele es natürlich SmackDown vs. Raw 2008 auf dem PlayStation 2 Emulator. Weitere Infos findet ihr auch nochmal unten in der Beschreibung. Und natürlich, die Musik ist wie immer von Shearer. Ansonsten für alle, die neu sind auf meinem Kanal, kleine Info, falls ihr das Let's Play seht und es ist aktuell, dann könnt ihr natürlich Finisher-Vorschläge posten in die Kommentare und ich werde dann in der nächsten Aufnahmesession alle Finisher-Vorschläge auslosen und dann neuen Finisher für Alex Adams auswählen. So, dann sehen wir jetzt unseren Umkleideraum. Können wir mal gucken, was hier so alles ist. Hier haben wir einen Kalender, da weiß ich, da kann man immer zur Show gehen und kann man gucken. So, das ist unser Handy anscheinend. Theodore Long SmackDown Deal. Gucken wir uns das Ganze mal an. Ich möchte dir als Erster bei SmackDown begrüßen, Junge. Deine Leistung beim Probematch hat mich so sehr beeindruckt, dass ich dir ein Angebot mache, dich zu unserer Brand zu holen. Wahrscheinlich wird es ein Tag Team Match oder so. Beweise endgültig, dass du ein Superstar bist und kämpfe einige Matches bei Heat. Oh. Na, die Storyline haben wir schon öfters gehabt bei Let's Plays. Damit wir uns ein Bild von dir machen können. Anschließend erhältst du unser endgültiges Angebot für die Gage. Sorry wegen der vorübergehenden Umkleide. Ich erhoffe mir von dir einiges. Daher wirst du dich dort nicht lange aufhalten müssen. Lass mich wissen, ob du mein Angebot akzeptierst und wir bringen deine Vorsaison ins Rollen. Grüße, Teddy. Süß. Ja, annehmen. Wir wollen natürlich bei Heat wresteln und so ein Mist alles. Was haben wir hier Schönes? Gesundheitsbericht. Gucken wir mal. Da ist jetzt noch nichts. Okay, Superstar-Info. Popularität 20. Da müssen wir anscheinend ein bisschen noch dran arbeiten. Wöchentlicher Vertragspreis $2000. Alles klar. Na gut, da haben wir jetzt noch nicht so viel anzuschauen. Power 25, was ist das denn? Ah, das ist das wöchentliche Magazin anscheinend. Mit so einem Ranking. Alles klar. Der WWE Shop. Da habe ich ja mittlerweile alles freigecheatet. Optionen, kann ich hier die Schwierigkeit. Gut, da kann ich die Schwierigkeit jederzeit wieder ändern, falls es zu einfach oder zu schwer wird. So, dann gehen wir mal. Können wir uns die Poster angucken? Nein, können wir nicht. Aber eigentlich habe ich hier auf ECW gestellt, aber mir wurde gesagt, man kann nur SmackDown und Raw irgendwie spielen. Gut, dann gehen wir mal dahin. Heute, was kann man denn hier? Ja, hier kann ich jetzt nichts machen. Wenn ich jetzt auf Raw gehe, gucken, was dann passiert. Möchtest du die Tage bis zu diesem Datum wirklich simulieren? Nein. Achso, ich kann ja sonst nichts anderes machen. Gut, dann mache ich es doch. So, heute läuft Raw, da sind wir aber, glaube ich, noch nicht. Trainingsübungen. Achso, hier kann man dann wahrscheinlich seine Fähigkeiten verbessern oder irgendwie sowas. Aber, ich mache mal Schnelligkeitsübungen einfach mal. Gucken, wie das aussieht.
Aber da ich mir jetzt schon Attributspunkte vergeben habe und ich glaube, dass das Training auf Langzeit hier im Let's Play ein bisschen nervig wird, werde ich das, glaube ich, nicht so oft machen. Oder es hilft mir irgendwas. Mal gucken. Kriege mal ein paar Infos über Randy Orton. Natürlich spiele ich wieder das Spiel mit einem Widescreen-Patch. Was? Wieso spielt ihr jetzt auch immer gegen Batista? Es ist einfach ein Match jetzt, ja? Oder wie läuft das hier? Ja, warum nicht? Verstehe ich jetzt zwar noch nicht ganz, aber... Oh! Kriegen wir das Spiel gleich ab? Ist jetzt noch kein offizielles Match. Einfach anscheinend eine Übung, wo ich einfach bloß ein Match machen muss. Oder das sind die Übungen hier, einfach ein Match haben. Ist zwar ein bisschen doof. Na, schlag mal hier ruf hier. Na, schlägst du mal hier ruf? So, na, haben wir es geschafft. Oh, gekontert. Super, dann gehen wir mal aufs Top Rope. Bam. Leider nicht getroffen. Aber wir machen diese Übung hier schnell zu Ende. Einmal können wir uns das Ganze ja mal antun. Und dann fangen wir dann auch gleich an. Mit der richtigen Storyline. So, ich zeige euch mal einen gehackten Move, beziehungsweise muss ich daran machen. Und zwar den Rated RKO. Die Animation am Anfang ist immer ein bisschen fehlerhaft mit dieser Counter-Animation, aber da seht ihr den Rated RKO, der eigentlich bloß als Finisher geht. Kennt ihr mal Pin. Ansonsten habe ich noch was Schönes, und zwar, ich zeige euch das weiter. Moment. So, passt auf. Und zwar ein 5-Star Frog Splash von der Ringmatte. 1A, was? Ich kann doch gar keinen Dings machen. Haben wir mal einen Finisher. So, den Wordbreaker. Auch gewünscht im Livestream. Bam. 1A. So, ich versuche nochmal zu pinnen, aber anscheinend bringt das überhaupt nichts. Kickt immer gleich aus. Und wir fliegen durch die Lüfte. Schnelligkeitsübungen, dann werden wir auch mal. Quatsch. Ich will immer mit X grappeln. Abgeschlossen. Na super. Na, das finde ich aber nicht super gemacht. Jetzt, obwohl ich super gerade gesagt habe. Das finde ich nicht passend getroffen. Eine Schnelligkeitsübung. Einfach ein Match gegen Batista. So, ist jetzt was passiert? Ergebnis? Nix. So, okay. Oh, hast du was geladen oder was? Das habe ich doch nicht mitgekriegt. Ist egal. So, heute ist ECW dran, Trainingsfähigkeit, Verbesserung, Events und Aktivitäten. Was kann ich denn machen? Ah, hier kann ich immer, warte mal. Filmveranstaltung, Invasion anderer Brand, Pay-Per-View-Werbespot. Hilft aber dabei, sich zu promoten und verdiene dir einen netten Lohnzettel dabei. Ja, das brauchen wir aber eigentlich alles gar nicht. Das ist ja bloß, wenn man sich was im Shop kaufen will, oder was? Ja, immer bloß mit Geld oder was. Warte mal, war gerade eine Massage. Erholung. Sie aussuchen ist nicht gerade der beste Weg, bekannt zu werden, aber jeder braucht mal einen Tag frei, gewinne etwas Gesundheit zurück mit einer angenehmen Massage. Vielleicht kann ich ja etwas Ruhm und so, kann ich mir dadurch erholen, oder kann ich mir holen. So, aber wo bin ich denn dran, ne? Wahrscheinlich dann bei SmackDown, ja? Ja, ich möchte die 3 Tage dann simulieren. Und ich möchte nämlich... Ich habe ein Match gegen Fit Finlay! So, ja, dann werde ich das mal machen. Matchregeln, spielen. Mal gucken, ob da irgendwas... Ja, ich würde gerne natürlich als Adams spielen. Das wäre sehr nett. Vielleicht kriegen wir jetzt irgendwie was mit den Kommentatoren oder so. Und ich hoffe, dass man die wirklich hört, weil ich habe ja die Kommentatoren ausgeschaltet im Match. Und ich weiß nicht, ob diese Einstellung auch für Zwischensequenzen gilt. Wäre ein bisschen doof. So, dann gucken wir uns mal den Entrance hier an. Mit der CM Punk Musik. Könnt ihr auch gleich sehen, dass ich durch die Arena komme. Sandmann, lieber Sandmann, es ist noch nicht so weit. Ach, wir sind jetzt doch bei Heat. Ist aber, Heat ist doch immer sonntags gewesen und nicht Sunday Night Heat hieß das doch. Und die SmackDown B-Show war doch immer Velocity, wenn ich mich da recht entsinne. Diese Anzeigefehler bei den Zuschauern, ja, die sind nur da. Und bei den Schatten gibt es Anzeigefehler, aber das ist das Einzige.
Das liegt daran, dass ich die native Auflösung einfach verdreifacht habe. Würde ich aber eine 6:9 Auflösung wählen, wäre keine gute Kantenwertung da. Deswegen lasse ich das lieber so. Und anscheinend hält es Lillian Garcia gar nicht für nötig, uns anzukündigen. My name is Finley and I love to fight. Oder? Kriegen wir das jetzt zu hören? My name is Finley and I love to fight. Ich glaube, ja, die Titan-Trons funktionieren anscheinend immer noch nicht. Kleiner Lag, so ist es öfters bei Emulatoren. Das können wir überspringen, machen wir Musik wieder an und dann geht es los mit dem Match. Der Grund, warum ich die Kommentatoren ausgeschaltet habe, ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Ich möchte ja nebenbei reden und sonst höre ich zu sehr auf die anderen Kommentatoren und das lenkt mich ein bisschen ab. Auch wenn ich das schon bei manchen Let's Plays machen musste, wie zum Beispiel WW13 und WW12. WW12 ist noch nicht hochgeladen worden. Doch, wurde hochgeladen, ist aber noch nicht freigegeben worden, so. Falls euch es manchmal auffällt, dass das Bild nicht stillsteht sozusagen, sondern immer ein bisschen hoch und runter geht, das liegt daran, dass ich ja das Spiel eigentlich für Interlaced-Geräte vorgesehen war und es hier kein Progressive-Mode hat und ich kein Interlacing hier anmachen wollte, dann wäre das nämlich nicht so. So, ja, runter. So, ja gut. Zunächst. Weil ich sonst Frame-Einbrüche kriegen könnte. Ist zwar nicht garantiert, aber ich will es mal nicht riskieren. So. Wie ihr seht, das Spielprinzip ist ziemlich gleich. Den Taunt habe ich noch hinzugefügt. Das ist nämlich, den Taunt habe ich gebraucht, um ein Render von Alex Adams zu machen für das Kanaldesign. Und ups, vorbei. Und für mein Facebook-Design, meine Facebook-Links, Twitter und Google Plus findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und bekommt dann jeden Tag um 18 Uhr eine Information, dass ein neues Video raus ist. Also ja, wie gerade eben schon gesagt, jeden Tag um 18 Uhr bekommt ihr ein neues Video zu sehen. Und da zeigen wir mal den Single-Leg Knee Facebreaker, whatever. Ebenfalls gewünscht von jemandem. Ach ne, so war ja nicht Pin. Machen wir mal zack. Ups. Ich glaube, ich habe hier auch einen Piledriver. Hallo? Piledriver. So ging der nicht. Man muss hier sagen, im Spiel sind die Moves, also wie man die Moves einstellen kann. Das Ganze ist ziemlich limitiert. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? So, machen wir mal einen Neckbreaker. Achso, jetzt zeige ich schon mir einen 5-Star Frog Splash. Wenn er nämlich. Oh! Sonst hat er immer gleich zum Finisher geführt. Nein. Nein, ich will abbrechen. Ich will nämlich noch einmal einen Finisher zeigen. So, mal Whip. Whip. So. Ja, das war jetzt überhaupt nichts. Machen wir nochmal einen Vertebreaker. Und. Ich hab's gesagt. K.O.! Ach, das ist an? Der K.O.-Modus? Oder die K.O.-Option? Was ich davon halten soll. Da kann man auch schnell ein Match verlieren. Ach, die anderen Matches werden einfach automatisch simuliert, klar. Hat das immer was zu sagen? Ja, Pitfall Training Match. Ich möchte sehen, ob du einen Gegner zu Boden pinnen kannst. Ich erwarte, dass du dieses Match mit einem Pinfall. Kacke. Ah, Mann! Natürlich! Das muss ich natürlich. Ja, das lese ich natürlich erst danach. Mhm, klar. Ich möchte den Regler bis 13 hören. Verstanden, Junge? Vielleicht war deswegen die K.O.-Option an. So, das geht besser. Junge, genau so sollst du es nicht machen. Ja, gut, dann muss ich darauf achten, dass ich immer aufs Telefon hingehe. Gut, hier. Guck mal, Gesundheitsbericht. Ist eigentlich nichts passiert. Bester Info. Popularität ist gleich um 8 gestiegen. Verletzungsgefahr Großbritannien. Ja, blablabla. So, was haben wir hier schönes? 28 Wochen, Verletzung ohne. Ich würde gern mal. Naja, ich glaube, irgendwelche Events lohnt sich noch nicht zu machen. Deswegen würde ich einfach mal gucken, ob ich hier weitermachen kann.
kann er eigentlich alles überspringen erstmal und bis zur nächsten Smackdown gehen. Ja. Jetzt gucke ich aber erstmal, ob hier was am Telefon da ist. Kriegen wir gleich zwei neue Nachrichten. Dein zweiter Gegner. Als nächstes werde ich dich in einem Match gegen MVP testen. Mach dich besser bereit. Keine Stipulation diesmal, das freut mich. Junge, du musst in Form kommen, bevor wir dich loslassen. Für heute hast du ein Tutorial-Match. Oui. Hier ist, was du tun musst. Verhindere für 3 Minuten, das Match zu verlieren. Denkst du, du schaffst das? Was verhindere für... Also, ich soll mindestens 3 Minuten durchhalten. Ja, das werde ich ja wohl hinkriegen. Das werde ich ja wohl hinkriegen, würde ich sagen.